Renn schon, ja, okay. So, ich habe die Folge 11, die Folge namens Die Entführung gesehen mit Paul von der Ricotta. Also haben wir das Ricotta dazu gemacht. So, wie war das hier? Was steht da nettes? Nicht die Mutter, sondern Frau. Genau, ich habe am Anfang nicht gewusst, dass die Frau von ihm in Wirklichkeit seine Frau, nicht seine Mutter. Ich habe nämlich gedacht, dass seine Mutter sieht schon älter aus als er. Aber Dinger sind durch. Was steht da? Pilchchef, bla bla bla, Geld ausverkauft. Kottan schießt Chef bei Kaffee rein. Scheißt Chef bei Kaffee rein. Oh ja, da war ja so eine letzte lustige Szene mit der Kaffeemaschine. Also, ich habe das damals nicht gewusst, aber der Paul hat gemeint, dass das häufig vorkommt. Kaffeemaschinen, Witze. War recht lustig, ja. Bombe im Auto. Ja, da haben sie die Bombe gehabt. Und genau, da war die eine Szene, wo sie die Bombe aus dem Fenster bei der Fahrerseite rausschmeißen. Richtung Nebenfahrbahn. Also Richtung Nebenfahrer. Aber die Bombe ist dann ganz auf der anderen Seite explodiert. Das war recht lustig zu sehen. Das ist vielleicht nicht lustig, wenn ich das jetzt erzähle. Das ist keine ganz andere Geschichte. Na, lass mal hier sein. Also die Folge, es ging primär darum, dass jemand entführt worden ist. Und man hat man geglaubt, dass er entführt worden ist. Das war ein Sänger. Ich habe damals gemeint, das schaut aus wie eine stinkende österreichische Version von einem Mr. Queen-Sänger. Freddie Mercury. Mercury, Dankeschön. Hat mit Schnauzbart und so weiter. Die österreichische Version halt. Es gab eine Nebenstory, da kam der Horvath immer wieder vor, der Antagonist vom Kottan. Er hat ihn mehrmals versucht umzubringen, er hat es nicht geschafft. Puh, was steht da noch? Anwalt der Plattenfirma, Bombe im Auto, das hatte ich schon. Horvath erschießt Sexpuppe, ja. Also wie gesagt, der Horvath kam immer wieder vor. 15 Sekunden. 15 Sekunden, ja, da kann man noch sagen, der Film, also die Folge war recht lustig. Sie war um einiges besser als der Film, den wir uns heute angesehen haben. Das muss ich gestehen, der Film war einfach nur schlecht. Anstatt die Folge vom letzten Mal zusammenzufassen, sage ich einfach, der Film war schlecht heute, den wir uns gesehen haben. Und das war's. Dankeschön.